An der Donauwasserscheide ging's los. Das Ziel ist heute die Befreiungshalle bei Kelheim. Es gibt doch hier eine ganze Menge von Burgen. Oder Schlösser, eins davon ist hier Schloss Brunn. Das ist das Schloss Brunn auf dem Kalkfelsen gelegen. Das war ja jetzt nicht weit bis zur Befreiungshalle. In diesem Haus hat König Ludwig genächtigt. Noch an der Schleuse vorbei, da bin ich gleich oben. Oben heißt auf dem Michelsberg. Der liegt südwestlich von Regensburg. Im Hintergrund jetzt schon der imposante Bau der Befreiungshalle. Geplant wurde die Halle 1838 und zwar von Friedrich von Gärtner. Am 18. Oktober 1883 fand dann die feierliche Einweihung statt. Das war denn der Tag 50 Jahre nach der Völkerstadt von Leipzig. Achtzehn Statuen sind rundherum verteilt. Nochmal einen schönen Blick auf das Donautal. Wenn wir schon mal hier sind, dann nichts wie rein. Schon eine imposante Halle. Und rundrum ein Kreis von Siegesgöttinnen. Die Kuppel hat eine Höhe von 45 Meter. Schade, ganz nach oben kann man nicht. Zurzeit wird da oben gearbeitet. Der Anlass zum Bau der Halle waren die siegreichen Schlachten gegen den Napoleon. (1813 bis 1815). Schon ein beeindruckendes Gebäude.
Die Gebäude haben eine tolle Akustik. Von der Schiffanlegestelle hier in der Donau kann man auch mit so einem kleinen Minizug hier rauf fahren. Nochmal ein Blick ins Donautal. Bleibt gesund. Tschüss.